Nation! Meine Klinge wird euch schon zeigen. Ja. Führt mich an, mein Freund. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Vita, Mortis, Vita, Mortis, Vita, Mortis, Vita, Mortis, ich warte auf euren Befehl. Vita, Vita, Mortis, ja? Okay, da sind Türen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Aber erstmal gucken wir nach Fallen. Fragt nur, was möchtet ihr? Oh, Heiltränke. Okay, okay. Also hier lang? Immerhin. Oh, immerhin überladen. Feuerstein und Zunder. Dieses Werkzeug wurde speziell dafür entwickelt, um langsam brennende Fackeln zu entzünden. Es könnte sich als nützlich anweisen, wenn ihr jemals Fackeln entzünden müsst, die an den Wänden eines Verlieses montiert sind. Okay, warum auch immer sie diesmal wieder richtig stacken. Ey. Ich finde das sehr interessant. Wenn ich den jetzt so reinpacke, dann wird er da reingestellt. Ja, die sollte ich übrigens auch mal wieder aussortieren ein bisschen. Erzählt mir mehr davon. Oh, hier oben war noch eine Kiste. Gucken wir mal doch da rein. Ein Stab und eine Robe. Robe des Abenteurers. Die war nicht so toll. Nee. Stab der Himmel haben wir zwei Stück, immer noch hier. Komm, einen verkaufen wir mal. Durchstecken. Ja. Gut. Nun gut. Nehmen wir erst die untere Tür. Los, spuck es aus. Fragt, was immer ihr wünscht. Erwischt! Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Euch zu sich. Erwischt! Okay. Auf geht's. Wenn ihr es wollt. Nein, das nicht. Ich will die Tränke. Warum auch immer der keine Waffe dabei hatte. Den habe ich aufgehalten, bevor er seinen Trank trinken konnte. Der hat Zeug dabei. Ist was los? Verstanden. Hier sind so, haben sie sich wohl Esstisch eingerichtet. Okay, interessant. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. So.
Du bist plus 3. Plus 3 können wir benutzen. Würde ich mal so sagen. Was ist das? Handgeschriebene Notiz. Diese kurze Notiz ist in einer wilden, kreisförmigen Schrift geschrieben, die sich kreuz und quer über das Papier zieht. Die Worte scheinen ein ziemlich unverschämtes Gestalt darzustellen. Clever, clever, du langer Kreis, du blauer Lumm, der Verrückte. Hübsche Leute sind kurz, rot und grün. Mhm. Psst, Ruhe vor dem Sturm. Mittleres grünes Dreieck gibt Sturm in die Hand. Aha. Zäher Bursche, zäher Bursche. Langer roter Kreis ist jetzt zäher Bursche. Worte für den Weisen. Kreis, Quadrat, Dreieck. Keine Magie. Lang, blau, grün. Zurück. Magie zurück. Aha. Ich warte. Natürlich. Okay, das haben wir jetzt beides abgegrast. So, wir gehen in den nächsten Raum rein. Seid ihr eigentlich böse? Kann ich euch ein bisschen austreiben? Wenn ich der Gruppe weiter nächstes Mal sein soll, benötige ich Heilung. Ja, 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 Hira, du kriegst Heilung. Fragt nur. Ich bin bereit. Vita, Mortis, Vita, Mortis. Natürlich hast du den Zauber mal wieder nicht genommen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. So. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Gut, hier scheint es uns durchzugehen. Keine große Herausforderung. Trank. Noch ein Trank. Den Trank. Den Trank. Trank. Kein Trank mehr. Trank trinken. Tränke und Pfeile, hey. Pfeile plus 3, die verschieße ich. Zeit auch schön. Dann gucken wir immerhin, ob an der Gefienke-Kiste eine Falle ist. Der Raum, das sieht ziemlich groß aus. Scheint keine dran zu sein. Scheint auch nur Tant drin zu sein, also Geld. Ja, was möchtet ihr? Das heißt, der einzige Weg weiter ist der Weg da unten. Oh, ein Gefienke-Schiff. Fress nochmal. Sturm. Ruft euch zu sehr. Sprecht frei heraus. Hätte ich auch gemacht. Alles am Hell. Es wird euch viel schlechter. Habt der Rotwaldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket. Ja.
Gisch. Okay. Hauptmann. Gefienki bewaffnet euch Eindringlinge in unsere Lagerstätte. Keine Infinen, sondern Abgesandte. Oder sucht ihr das Gold hinter dem Doppelportal, den Schatzort des Uralten? Ja, Illifiden, wovon redet ihr? Ja, ich bin ein Abgesandter der Illifiden. Sie möchten einen Frieden aushandeln, ja, von wegen. Ich bin kein Vertreter von irgendjemandem und ich will auch keinen Schatzhort. Ich möchte mit euch über den Verrückten in dem Raum, in dem anderen Raum dort sprechen. Die Illifiden sind tot, ich habe sie alle getötet. Der Uralte, wer ist das? Gold, Schatzhort, Zeit zum Plündern und Töten. Nehmen wir mal die drei. Keine Verhandlung, Klingen statt Zungen. Alle Antworten liegen im Tod, Gefienke zum Angriff. Ein Langschwert, das wir nicht identifizieren können, und noch ein Teil einer Rolle. Tagebuch von Castorns Lehrling. Das scheint die einzige Seite zu sein, welche die Zerstörung des Tagebuchs überlebt hat. Castor ist dafür verantwortlich, dass ich in diesem höllischen Ort gefangen bin. Ich verfluche ihn täglich dafür. Mein einziger Trost ist es, dass mein alter Meister selbst den Glaskäfig nicht verlassen kann, in dem er gefangen ist. Ich habe den Kristallschlägel verborgen, damit ihn niemals jemand verwenden kann, um 6-mal gegen das Glockenbehältnis zu schlagen und Castor zu befreien. Möge er dort drin ewig gefangen, auf ewig gefangen bleiben. Okay. Ich war keine große Herausforderung. Ja. Nun gut. Machen wir hier mal zu, dass ich Tränke einsacken kann. Also ehrlich, wer braucht Tränke, wenn er die einfach nachgeworfen kriegt? Du hast noch einen, gut. Fort, was immer ihr wünscht. Da gibt es auch noch einen Weg. Okay. Und da gibt es auch noch einen Weg. Montolius schließe. Hey, cool. Angduval. Angduval, die folgende brennende Klinge von Firitur ist auch als der Bringer der Qual bekannt. Einmal täglich 22 Stärke auf Anwender für eine Phase. Geht mal zu Yahira. Jo. Violettes Öl? Was? Wenn man über den verkorkten Zunder verfügt, über den korrekten Zunder verfügt, dass diese Flüssigkeit der Fackeln leuchtend hell, leuchtend violett brennen. Okay. Wenn ihr es wollt. Nur leider sehe ich hier nichts, was ich violett anzünden könnte. Halt, wo geht's da hin? Keine Ahnung, wo es da hingeht und wo geht's da hin? Keine Ahnung, wo es dahin geht. Natürlich. Bye. Wenn es das ist, was ihr wollt.
Ihr müsst... Ja? Einverstanden. Ich warte. Euer Wunsch ist mein...